Give me a second to breathe. Was? Was zur Hölle? I must search. Hallihallo meine Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal, heute again mit Miss Plastic. Miss Plastic. Und wir haben heute ein cooles Video. Und zwar habe ich mit Nihan letztes Jahr, was letztes Jahr, ich denke, eine, vor 9 Monate. She did her research. Ein Video aufgenommen. Und zwar habe ich ein türkisches Make-up-Tutorial verfolgt. Klingt das so? Befolgt. Befolgt. Und sie hat es nämlich gesprochen. The Drama, honey. Und heute gibt es diese Trennwand in der Mitte, denn ich befolge heute ein italienisches Make-up-Tutorial. Die hässliche Ratte dort drüben. Say hello. Wird ein Make-up-Tutorial auf Italienisch rausballern. Es wird keine Untertitel geben. Für die Deutschen unter euch, die kein Italienisch verstehen, wird es genauso sein wie für mich. Wir werden einfach nur raten, was sie sagt und mal schauen, ob ich genau das gleiche mache wie sie. Und für die Italiener wird es wahrscheinlich amüsant. So, get ready, get settled. Falls ihr das mit mir ansehen wollt, verlinke ich euch das auch unten oder oben, wenn das auch lustig war. Das war wirklich und lustig. Und irgendwie ist es ein Fun-Format. Ich freue mich drauf. Ich werde extra keine Markennamen sagen. You really said go f*** yourself. Liebe es. You won the challenge. Mein ganzes Leben ist eine Challenge. In der Mitte platzieren wir das tolle Gemälde von Petra Vivian. Go follow her on YouTube, Instagram and everywhere. How? Ich bin komplett in der Schatten. Ist so gute Nacht, ich geschlafen. Das ist vielleicht zu groß. Das ist zu groß. Bonita, guten Morgen, guten Abend, guten Nacht. Wirf sie runter, die hässliche. So, hallo sagen noch kurz? Ja, das ist süß. Pepani, Pepani. You really said. Allora, per prima cosa, non vedo l'ora di traslocare. Das sieht gut aus. Ich denke, passt. Allora, buongiorno e benvenuti sul mio canale. Oggi, sinceramente, non ho nessuna idea di che trucco voglio fare, però penso qualcosa di colorato, penso qualcosa di colori forti. E prima di tutto inizio togliendomi gli occhiali. Du hässliche. Was? War das nur das Intro? I guess. Ja. Yeah. Allora, per prima cosa io inizio sempre mettendo del correttore sotto gli occhi. Però questa volta lo metto sopra. Perché voglio fare appunto un trucco molto colorato. Okay. Questo vuol dire è importante avere una buona pigmentazione sopra gli occhi. Ok, si labert irgendwas von Pigmentation. Ah, nee, sie fängt immer mit Auge an. Wie rot mein Gesicht wird, sobald ich einen Primer drauf mache, kann ich nicht. Okay, nein. Mein Stresslevel ist actually. Adesso. Suchst du Peloise? No. What are you drooling for? I must search. Allora, ecco, stavo cercando di fatti. Sie hat sich verweigert. Due colori che userò come ombretti per i miei occhi. Allora abbiamo il colore giallo sole e il colore arancione. Ich komme da über. Was zur Hölle hast du gesagt? Bei Nihan wenigstens noch so Namen von irgendwelchen Produkten. Du so gar nichts. Wiederhol nochmal die Farben bitte auf Italienisch. Allora, per l'ombretto uso sempre i miei pennelli di Raffles Plastic Cosmetics. Che trovate su raffasplasticcosmetics.com. Wie audacity. Ich so komm gar nicht klar. Dann, sie nimmt keinen einzigen, Markennamen und dann sie so Raffas Plastic Cosmetics. Allora, il primo colore che uso sopra gli occhi è il colore giallo. Das waren jetzt die Farben giallo? Giallo, sì. Und was noch? Per il momento solo giallo, ti devo dire la verità. Come vedete la pigmentazione è molto buona. Giallo. Giallo, giallo? Nicht Gianni Versace, giallo, ja, giallo. Wirklich gar keine Ahnung, ich mach worauf ich Bock hab. Ich nehme Orange. Hat Nihan manchmal Deutsch geredet mit dir? Ab und zu mal, wenn sie nett sein wollte. Ich bleibe bei giallo. Dann verblende ich einfach mal, weil ich denke, giallo ist ein Ocker-Beige. Eine Reaktion von der hässlichen Ratte da drüben. Ah, das war die Reaktion. Well, now it's too late. Allora, dovete scusarmi che ho in mano lo specchio di una persona che deve essere cancellata, però per il momento non me ne sono comprata un altro, quindi abbiate pazienza. Ich habe mich gerade nur entschuldigt, dass ich den Spiegel von eine toxische Person in der Hand habe. Ich muss ein neues kaufen. Wir müssen echt neu kaufen. Was ist mit dem Brokkoli-Spiegeln von Naomi? Ich hab's kaputt gemacht. Es ist angekommen. Du auch? Ja, ich bin draufgetreten. Nein, ich habe ihr geschrieben, ich so, hey girl, oh mein Gott, ich habe aus Versehen den Spiegel kaputt gemacht. Ihre Antwort, ahahaha. Nichts anderes. Naomi, you better get us. Eigentlich
3 Brokkolispiegel. Das heißt, wenn ich Besuch habe mit jemandem Dreh, sollen hier doch 2 Brokkolis im Bild rumtanzen. Ich will fragen, weißt du das? Promotion? Promotion haben. Allora, du. Ich kann jetzt schon nicht mehr. Ich fühle mich so stupid. Du hast wahrscheinlich eh beige genommen. Mi sono guardata allo specchio, scusate. Allora. Ich fühle mich fordert. Was? Allora, adesso continuo con le sopracciglia. Per le sopracciglia c'ho un prodotto. Aspettate, devo cercarlo. Mi dispiace. Ich muss schnell was suchen. Wirklich schlimmste Video. Ich verstehe gar nichts. Ich habe gerade im Spital verstanden. Ich so, war, wir gehen ins Krankenhaus. Ich finde nichts von mir. Was möchtest du haben? Die MAC Palette. Esattamente. E con questo, esattamente con questo colore, inizio a colorare le punte delle mie sopracciglia. Das heißt bestimmt, sie nimmt eins von diesen beige-braunen Tönen. Das gibt sie jetzt ganz bestimmt auf den äußeren Augenwinkel, weil ich super gut in Italienisch bin und ich das natürlich verstanden habe. Okay. Wie okay? Das war's. Ich bin nicht fertig mit das, was ich mache. Adesso uso questo secondo prodotto per le sopracciglia della NYX. NYX? Devo dire che questo prodotto mi piace molto, specialmente perché tipo mette le sopracciglia al proprio posto. Bastano pochi tocchi per avere delle sopracciglia perfette. A verde? I Saks Nochmal. E bastano solo dei pochi tocchi per avere delle sopracciglia perfette. Hat sie wäre oder werde gesagt? Nimmt sie ein bisschen grün? Mein Gott, ich wirklich Überforderung. Wir leben seit anderthalb Monaten zusammen. Du solltest wissen. Das Einzige, was ich höre den ganzen Tag. Und dann Andrea Berg. Den ganzen Tag. Ich werde wieder tanzen gehen und 1000 Engel am Himmel sehen. Ja, sorg dich. Bitte um mein Gesicht. Adesso, aspetta un attimo. Ich verstehe Raffas Make-up-Anweisungen nicht. Adesso andiamo a fare il viso. Ich möchte mich e copro leider vom Balkon stützen. La pelle con questo fondotinta della MAC. Il colore morte, sinceramente, perché... Machst du jetzt schon deine Foundation? Sono bianca. Du hast dich, machst du schon deine Foundation? E poi uso il colore... Sie macht da immer Foundation schon. Ich bitch. Il colore da Dior, Forever Skin Glow. Wie nett du bist, du so komm, ich gebe dem Hässlichen mal einen Tipp. Oh, ich habe vergessen, mein Sponge nass zu machen. Wie mach ich nass? Na, weil dann siehst du mein Gesicht. Guck nach unten. Nimm mein mit. Guck nach unten. Ich guck nach unten. Ich hab eh ein Tuch auf das Gesicht. Du kannst eh nicht sehen. Du hast ein Tuch auf dem... Mein Gott, du bist so... Buona pera! Poi mischio i prodotti e di fondotinta io non ne metto mai so tanto. Liebe wirklich, dass meine Foundation leer ist und wir ein Make-up-Video machen. Adesso, per continuare, vado avanti col... come si dicono? Hast du deine Foundation schon aufgetragen? Con le occhiaie. E per le occhiaie uso sempre questo correttore. È nel colore, è anche chiarissimo, devo dire la verità, perché, come detto, la vostra amica è morta dentro. E faccio tipo un triangolo e anche un po' sopra il labbro, perché dato che sono mezza italiana. Wenn du dein goddamn Concealer aufgetragen hast, warte kurz eine Sekunde, because ich mit meinem rasierten Hals brauche ein bisschen mehr für Foundation. Aber dann hast du verstanden, dass das Concealer war. Ja, because it's a triangle, das heißt, du hast Highlighter. Lustig, weil ich habe eben von meinen Lidschatten geredet. Ich werde wieder tanzen. Ich komme mit Andrea Berg traumatisiert. Wenn es ein Ding ist, mit dem ich nicht gerechnet habe, dann, dass ich den ganzen Tag Andrea Berg mit dir hören werde. Sie ist einfach die Königin. Come vedete, la mia pelle dalla parte è comunque... Si vede ancora tanta pelle perché non copro troppo. Machst du weiter? Nein! Darf ich deine Puder? Ist auch für die Lidschatten. Mhm, für deinen Arschloch, glaube ich. Thank you so much. You're welcome. Actually, ich verdiene das gar nicht, because... You're the devil. E adesso, con questa polvere, vado a metterla specialmente sotto gli occhi per far aderire al meglio il correttore. Mein Gott, she really said, schnell weitermachen. E con un pennello, sempre ancora di Raffas Plastic Cosmetics. Vado. You are the devil. Give me a second to breathe. Wait!
finita in acqua di base. Vado a lavorare il prodotto Laura Mercier e questa polvere della Mac. Weißt du, wann ich mich so beeile mit Make-up immer? Wenn ich wirklich 30 Minuten habe. Actually, ich dachte, das ist eine Challenge und man passt sich an, gell? I'm running. Los, I know, du machst das Beste, wirklich. Los, mach weiter. Du arme Maus. Adesso, per fargliela un po' più difficile a lui, prendo questo colore azzurro e vado a metterlo nella parte sotto gli occhi. Gnocchi! E sopra. E Fiederhole. Adesso prendo questo colore azzurro. Azzurro, warte. Azzurro, ist so ein bläulicher Ton. E lo metto sotto gli occhi. Macht sie jetzt so ein Blau auf den unteren Wimpernkranz? So dunkel? Oh, come on, why not? Come vedete, il colore è molto forte, perché a noi ci piace un look molto drammatico. Ok, ja. Doch, ich denke es ist richtig. Ich habe, look at this, destroyed. Non so sinceramente che cosa ho fatto, perché uno è un po' più grande dell'altro, una merda. Kannst du deine merda mal kurz für dich behalten und eine Sekunde mich atmen lassen? Adesso continuo con... Ich warte auf dich. Warum erst die Foundation und dann ein blaues Pigment? Ich so scared for my concealer, for my life, for my existence. Ob ich das überhaupt für unter die Augen das benutzt habe, das ist die weitere question. Du so blush, blau. Bist du sicher, dass azzurro blau ist? Nein. Adesso io vorrei accentuare i punti più forti del mio viso, come si fa, voi sapete il nome, non voglio dirlo perché sennò capisce. Non capisce? E dovrei usare il colore marrone. Marrone? Adesso però io dovrei chiedere a lui una palette, però no, perché sennò capisce. Quindi prendo questo marrone, che è proprio una merda, e vado a guardare i pennelli. Ich wusste, dass du in der Sekunde, wo ich darüber geguckt habe, wo du hingreifst, mich anmachst. Du hast mich vorher auch schon gelästert. Ich habe gar nicht über dich gelästert. Ich habe die Palette demoliert. Hast du die Palette kaputt gemacht? Naja, sie war schon gebrochen, aber jetzt ist sie wirklich gewesen. Liege ich falsch? Ist das meine Palette? Ja. Adesso prendo questo pennello. Come vedete, un pennello un pochettino tagliente, come un coltello. Machst du immer noch Lidschatten? Machst du noch Lidschatten? Nein. Gar nicht mehr? Nein. Bist du schon komplett fertig mit Lidschatten? Yes. E adesso appunto, come detto, prendo questo colore e inizio a... Okay, wenn sie schon fertig ist mit Lidschatten. Colorare sotto gli zigomi. Bist du wirklich durch mit Lidschatten? Ich schwöre auf meine Mutter. Okay, dann mache ich mal ganz kurz noch eine kleine Anpassung. Ich habe vorhin ein bisschen was freigelassen. Come detto, appunto adesso vedete che mettendo il color marrone sotto gli zigomi, che sembrano più grandi. Who's calling me? The police. Mein Vater. You're abusing me. Sag doch hallo zu ihm. Wir sind doch in einem italienischen Video. Der Typ soll mich in Ruhe lassen. Adesso, come detto, abbiamo quasi finito di accentuare i punti che devono essere un pochettino più forti. Aber du hast mein Contourpuder nicht genommen. Adesso prendo un nuovo prodotto ed è questo prodotto che è, direi, un colore corallo. Blush. Andiamo keine... colorare le guance. Ich hab mal sehr contouring gemacht und dann halt den Korallblush. Perché sembro Cleopatra. Oh, hast du deine Augenbrauen gemacht? Talk to me. Hast du deine Augenbrauen gemacht? Because I'm looking at myself. Yes. What are you seeing? Leider nicht das, was ich gerne sehen würde. Clownhaar. Ist das hässliche Ratte? Staring right into me. So allora, per continuare. So you took my palette. Actually, mine. Fucking video is a piece of shit. Entschuldigung. Allora, adesso. Was muss rausgeschnitten werden? Was heißt das? Very, very bad. Allora, adesso prendo, appunto, della palette di Marvin, prendo il colore. Prendo il colore in fondo a destra, sulla mia destra. Sulla destra anche del Marvin. È tipo un bianco dorato. E lo vado a mettere dentro nell'angolo dell'occhio. Ich liebe, wie ich dich einfach ignoriere. Ich lass dich einfach hin. Nicht so, I don't give a shit about this. Verständlich. Ich wäre auch actually sour. Weil ich mache das extra schwierig. Weil ich habe gerade beschrieben, wo sich die Farbe befindet. Ich mache gleich meine Augenbrauen, weil ich weiß, dass du deine Augenbrauen schon gemacht hast und erst gleich Contouring machst, I guess.
Warum hast du dann schon Blush gemacht? Ich bin so verwirrt. Weil Coral wird ja wohl Blush gewesen sein. Ich habe mir einfach eine schiefe Nase gemacht. Meine Kontur, einfach auf der einen Seite eine Linie, die so reingeht. Adesso, come avete visto, metto anche questo bianco oro sul naso e sopra il mio labbro. Jetzt machst du dein Nasenhighlight. Ohne konturiert zu haben. Somehow this bitch is fucking me up. Oh, is that next to me talking italiano 24/7? Allora, io non ho ancora finito con gli occhi, però ich hasse mich. Ich? Mich auch, aber dich? Gucke schnell runter, gucke runter einfach. Biege dich richtig runter, weil ich muss etwas greifen von dort. No, tell me what you want. No, no, no. Tell me what you want. No. Okay, greif. Dai runter, adesso. Lo so, non abbiamo ancora finito gli occhi, però... Meine Palette. Come detto, gli occhi non sono ancora finiti. Quindi usiamo questo prodotto, che è un rossetto. Il colore è rosso. Rosso, war das rot? E lo metto... No, non posso mettere rosso perché fa schifo al cazzo. Veramente una merda. Abbruch. Wirklich Abbruch. Ah, da! Cercavo questo prima. Nimmst du dein Lippenstift, den du immer nimmst? Prendo il rossetto. Ich gebe mir gleich ganz andere Rosette. Mann, wirklich. Ich benutze jetzt auch den Highlighter, den sie verwendet hat. Coloro le mie labbra rosa. Penso è un colore, allora questo make up è un, questo trucco è diciamo un po' degli anni 80, un po' retro vorrei dire. Tu machst doch gerade deine Lippe, oder? Sag ja. It can be. Was sagt dir, dass ich die Lippen mache? Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, weil dadurch... Ich mache einfach Freestyle. Ich hoffe, ich sehe am Ende aus wie du. Ja, carino, ci piace. Dai, dai, dai. Adesso, come quasi ultimo prodotto, prendo questo. Ecco, bravo! Come ultimo, come penultimo prodotto, prendo questo, questo inchiostro liquido e tiriamo una riga sopra l'occhio. Questo inchiostro è nero. Mein Gott, bei Nihan habe ich wenigstens noch irgendwas verstanden und sah trotzdem nicht am Ende aus wie sie. Bei dir wirklich der Devil. Vor allem, ich habe keine Ahnung, was du gerade treibst. Weil du noch nicht mal, wenn was richtig ist, sagst yes. Du so, no. Eccoci, come vedete, una bella linea. Zack. Zack. Ich, zack. Ich mache jetzt meine Augenbrauen, denn ich glaube, du hast deine Augenbrauen vor 13 Jahren gemacht. Damit ich meine wenigstens gleich auch habe, wenn du sagst, ich bin fertig und ich hier sitze wie ein Hund und mir denke, When did you do? Du erklärst aber so richtig alles so, jetzt mache ich das und das und so, gell? Girl, ich versuche einfach die offensichtlichen Namen nicht zu sagen. Ich sage es in Italienisch, dass mein Volk mich versteht und genau weiß, was ich meine. Kaiserin des Landes. Actually, yes. Adesso, come altro step, prendiamo questo mascara. Da heißt das jetzt einfach mal Mascara in Italienisch? Leider ja. Wenn du verstehst, hast, dass ich gerade Mascara mache, what are you doing? Ich mache meine Augenbraue, weil du gleich sagst, ich bin fertig und ich habe immer noch nicht meine Augenbraue gemacht. Wer hat dir gesagt, dass ich die Augenbrauen gemacht habe? Ich bin mir ganz sicher. Aha. Adesso prendo le ciglia, non dico la marca, ma la vedete da soli. Du hast eh schon 30 Steps mehr als ich gemacht. Du hast schon Lippe drauf, alles. Wer hat dir gesagt, dass ich die Lippe drauf habe? Dann, verstehst du doch, was ich mache. Wenn du denkst, dass ich die Lippe habe. Ja, du hast actually gefühlt schon alles. Ich weiß gar nicht, was du noch kurz machst, außer Wimpern. Adesso aspettiamo tipo un minuto circa, fino che le ciglia sono un po' più... Si poppt die Lashes drauf. Si asciugano un attimo, perché se la colla è troppo bagnata, non va bene. Marvin ha nelle mani un prodotto highlight di Rafa Spessi. Così è con calma. Questo look mi piace sempre di più, devo dire la verità. Oh my god, ich bin fertig. È un pochettino strano parlare italiano su questo canale, ma oramai... Guckst du italienisch sul YouTube-Kanale? Nein. Ci vuoi dire no? Ich gucke praktisch nur Englisch, auch Deutsch gucke ich kaum. Also in Italien ist ein bisschen mehr dramatisch, in Deutschland viele Kanäle sind sehr steif und ich mag nicht so die Steife, außer bei eines Mannes. Ich kann sagen, what the fuck, you love steif. In Amerika ist es fast ein bisschen zu dramatisch, sometimes. Weil irgendwann ist genug. Und dann, man muss entscheiden, Leute zu entfolgen, die einfach nur schlimme Menschen sind. Das gilt auch für uns und Marvin. Deswegen bitte deabonniere uns. Mein Subscriber-Account. Mi sa che abbiamo finito, cari. Allora, cosa manca? Mi manca un pochettino di luce sugli zigomi.
I really fucked up my eyebrow. Du siehst ganz toll aus. Machst du jetzt das Highlighter? Ja. Im ganzen Gesicht? In gewisse Stellen, ja. Adesso riprendo un pochettino di mascara per accentuare un pochettino di più le mie ciglia. Alle ciglia che ho sono, il modello è Schuck. Jetzt machst du die erst drauf? Was hast du vorhin eine Minute lang trocknen lassen? Meine Lust. Und, is she dry? Yes, I feel alive. Ich werde tanzen. Oh, this is quite a look. Ich denke, du hast einen dunkelbraunen Lip Liner genommen und dann einen helleren Lippenstift. The stress level in this video, actually, disbelief. Für dich? Ja, of course. Weil du Italienisch sprechen musst. Nein, weil ich muss mich konzentrieren, dich aus dem Weg zu führen. Also du hast das als Challenge verstanden, dass du am Ende gewinnst, denn ich nicht so aussehe. Of course! Eigentlich war eher die Challenge, dass ich einfach verstehe, was du machst. Und wir am Ende gleich was sehen, aber... Ah, ups. Okay, ich klebe mir jetzt auf die Schokolade dran und dann bin ich gleich back. Und dann schauen wir mal... Back on track! Wie ähnlich wir aussehen. Mit der hottesten Shit ever. Okay, meine Kinder, ich habe eben in der Zwischenzeit die Brille angezogen und die Ohrringe. Ich habe die Wimpern angeklebt, ein bisschen Kajal reingemacht und... Jetzt kommt Big Reveal. Ich weiß wirklich nicht, wie du aussiehst. Ich glaube, du hast eine plain color auf deinem oberen Augenlid schon fast und gar nicht so viel gemacht. Ich eigentlich auch nicht mehr. Let's see. 3, 2, 1. Ach so. Yes. Du siehst aus wie aus einem Film. Wie aus den 80ern. Ja. Wie schön das aussieht bei dir. Ja, gleichfalls. Aber hattest du nicht bei Lippi irgendwas gesagt mit Rosso oder keine Ahnung was? Zuerst habe ich gesagt, ich habe den roten Lippenstift genommen und da ist so, ew, disgusting. Ah, du hast geändert. Du einfach komplett gelb oben. Wann habe ich jemals so einen Look gemacht? Niemals. Hast du deine Augenbrauen ganz am Anfang gemacht? Ja. Ich hatte gesagt, ich so bei den Brauen, ich so, jetzt benutzen wir den Braun von der MAC Palette. Für die Augenbrauen machst du das immer? Ja. Oh, wusste ich nicht. Du siehst die Brille. Gib mal, ich will auch mal aufsetzen. Wirklich sehr cute. Oh mein Gott, fun Video, es hat Spaß gemacht. Ich habe zu nur 30 Nervenzusammenbrüche bekommen. Ah, und jemand einfach mein Ding gemacht. Irgendwie war schon fun. Ich war aber bei Nieren habe ich wenigstens ab und zu mal ein Wort gehört, wo ich dachte, oh, okay, anscheinend Blush. Ich war eine Bitch halt. Aber auch eigentlich gut, weil wenn du den Namen hast, dann weißt du direkt, was für eine Farbe es ist. So, actually, hast du es schon schwieriger gemacht. Ja, auch zum Beispiel bei der Contour. Ich habe extra diesen Dreck hier genommen. Du am Anfang noch gesagt, ich brauche dann später Contour, von dir ich die ganze Zeit gewartet. Und ich habe extra nicht Contour gesagt, sondern rundherum geredet. You really said Miststück. Ja. Well, it was fun. Wenn es euch gefallen hat, gebt ein Däumchen nach oben. Vergesst nicht zu abonnieren. Follow us on Instagram. Raffas Plastic Life. Marvin. TikTok. Raffas Plastic Life. Marvin Magnificent. Snapchat. No. Me. Yes. Unten verlinkt. Twitter. No. Ich verstehe nicht, warum du kein Twitter hast. Wieso sollte ich Twitter haben? Du wärst die lustigste Twitter-Queen, weil deine Sprüche am lustigsten sind. Der Zug ist abgefahren. Macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bye. Bye. Meine Zähne unten sind disgusting. Und weiß, du so. Unten braun. Ich so, die Veneers kommen in einem Monat. Und dann, ich kann nicht mehr. Ich kann auch nicht mehr. Oh, disgusting. Ah.